Meine hochgeschätzten Freunde des mächtig-prächtigen Burgengenusses, es freut mich über die Maßen, euch am heutigen Tage als meine Gäste zu einer neuen Ausgabe der großen Questing Night Burgentour begrüßen zu dürfen. Ich habe heute wirklich etwas sehr, sehr Glorreiches für euch, und zwar werden wir uns gemeinsam die Burg Loket im gleichnamigen Ort anschauen. Und um diesem Hochkaräter, diesem Juwel Westböhmens wirklich gerecht zu werden, wird die heutige Burgentour in einer dreiteiligen Saga stattfinden, in der wir uns von den Anfängen im Hochmittelalter bis zur neuzeitlichen Geschichte der Burg und des Ortes beschäftigen werden. Und wie der ein oder andere geneigte Genießer bereits weiß, erfordern güldene Zeiten natürlich güldene Maßnahmen. Deswegen Salut, lasst uns zusammen auf den heutigen Tag anstoßen. Und nun begeben wir uns gemeinsam in dieses verheißungsvolle Abenteuer. Natürlich kommen wir nicht umher, auch noch einen Blick auf die Karte zu werfen, um gemeinsam zu schauen, wo wir uns denn überhaupt heute befinden. Wir sind heute unterwegs nach Loket in den Okres Sokolov. Also wir sind verortet zwischen den Orten Sokolov, sprich Falkenau, und Karlsbad, also Karlovy Vary in Westböhmen. So, unterdessen wurde jetzt an den Zügen hier der Schichtwechsel vollzogen. Wir haben zudem noch die Grenze passiert. Auf dem Pfad liegen jetzt noch einige böhmische Dörfer, aber es ist schon mal wieder festzuhalten, wie atemberaubend hier dieser Wechsel in der Natur sich vollzieht. Wir haben links und rechts immer wieder urwaldartige Wälder, die sich erstrecken. Und zudem werden wir gleich noch durch das Bergbaugebiet bei Sokolov durchfahren. Deswegen genießt die Eindrücke vom Weg und wir sehen uns dann gleich in Loket. Wir nähern uns allmählich mit 7 Meilenstiefeln unserem heutigen Ziel. Das Frühstück ist heute etwas dürftig ausgefallen, das hat allerdings auch eine Bewandtnis. Und zwar wollen wir hungrig bleiben für das, was uns heute noch auf dem Wege erwartet. Und wenn die Queste heute glorreich abgeschlossen wird, dann wartet natürlich ein fürstlicher Schnitzelgenuss, das ist doch klar. Aber das möchte sich natürlich auch verdient sein. Meine Freunde, ihr seht bereits im Hintergrund, wir sind angekommen, und zwar in Loket. Im Hintergrund haben wir bereits die Burg, und Loket hat über die Jahrhunderte ja viele Beinamen bekommen. Zum einen wurde es genannt das Tor zum Königreich Böhmen oder auch ein landschaftliches Juwel oder das böhmische Rotenburg. Ich würde behaupten, das sind alles Namen, die diesem Ort hier durchaus gerecht werden, und ihr könnt ja auch unschwer erkennen, dieser Ort mutet wirklich wie der Inbegriff mittelalterlicher Romantik an. Wir werden uns also im Laufe der Tour diese klein verwinkelten Gassen anschauen, werden natürlich auch die Burg besteigen, denn das ist wohl das Ziel einer Burgentour, werden uns mit der Geschichte auseinandersetzen vom Hochmittelalter, von Königen, Kaisern bis über die Zeit der Hussitenkriege, des 30-jährigen Krieges und in die Neuzeit hinein. Die erste Tour heute wird sich damit befassen mit den frühen Anfängen. Wir sprechen über einen prominenten Gefangenen hier auf Burg Loket und schauen, wie sich diese ganze Sache in weiterer Folge auch entwickelt hat. Lasst uns also jetzt keine weitere Zeit verlieren und folgt mir nach auf dem Weg in die Burg, durch die Räumlichkeiten und vor allem durch die Zeiten.
So, meine Freunde, hier können wir bereits einen perfekten Blick auf die über 800 Jahre alte Burganlage erhaschen. Wir sehen hier, sie ist positioniert auf einem Granitmassiv bzw. auf dem Rücken desselbigen. Und wir haben einen sehr steil abfallenden Hang. Dazu kommen wir dann später noch. Und da ist jetzt natürlich zum ersten Mal die Frage, wie ist diese Burg hier zu klassifizieren im Sinne der Burgenkunde? Und das ist tatsächlich in diesem Fall nicht ganz einfach. Allerdings würde ich sagen, eine Niederungsburg ist an der Stelle hier auszuschließen. Wir sprechen hier von einer Höhenburg und jetzt können wir uns das Ganze näher anschauen und sehen auch, dass die beiden Charakteristiken einer Spornburg hier gegeben sind. Denn wir haben zwei steil abfallende Hänge an beiden Seiten, weswegen bereits eine natürliche Verteidigungsposition hier gegeben ist. Ich muss dazu sagen, es war absolut erwartbar, aber es ist gar nicht so leicht, hier in dieser Couture diese Filmaufnahmen hinzukriegen, denn es zieht doch einige Aufmerksamkeit auf sich. Aber wir versuchen das hier in adäquater Manier über die Bühne zu bringen. Das ist gar kein Problem und ich meine, einmal auf die Queste aufgebrochen, wird das Ganze natürlich durchgezogen. Die Lokhetter Steinburg wurde auf der Stelle einer alten slawischen Burgstätte errichtet und diente in den folgenden Jahrhunderten Königen, Adligen, Fürsten sowie auch den Lokhetter Stadtbürgern. Sie wurde belagert, sie war stark umkämpft und sie wurde zweimal niedergebrannt. Das sehen wir nicht bei jeder Adelsburg, denn die meisten klassischen Ritterburgen waren eher repräsentative Bauwerke und viele von ihnen wurden tatsächlich nie belagert oder umkämpft. Zudem wurde sie im Laufe ihrer über 800 Jahre alten Geschichte mehrmals umgebaut und deswegen sehen wir auch heute noch verschiedene Mixturen aus Bauteilen aus der romanischen sowie der gotischen Epoche. Wir hatten ja über die Klassifizierung der Burg gesprochen. Hierbei sei noch zu erwähnen, dass wir bei der Burg Lokhet, es ist eine lose Definition, muss man sagen, aber wir können das Ganze als Hausrandburg einordnen, da wir von hier jetzt schon sehen, dass diese kaum von Mauern umringt ist und sich alle Gebäude der Burg in diese Außenhaut einpflegen. Ein interessanter Fakt, den ich an der Stelle noch zum Besten geben möchte und der auch durchaus wichtig wird, das sind so die Probleme, die man als Burgherr natürlich nicht in erster Linie auf dem Schirm hat. Aber durch dieses steil abfallende Granitmassiv hier wird es natürlich auch zwangsläufig im Laufe der Bewirtschaftung zu der Frage kommen, wie wird hier diese ganze Grünfläche gepflegt? Und hier an der Stelle jetzt für euch die 1-Million-Groschen-Frage am heutigen Tage. Wird diese ganze Lage hier bewirtschaftet im Sinne von A. Ein Gärtner, der Kletterei mächtig ist, bewirtschaftet den Hang. B. Es wird mit Feuer gearbeitet. C. Es kommen Pestizide zum Einsatz, die in den Lauf der Natur eingreifen. Oder D. Man setzt ja einfach Kamerun-Ziegen auf den Berg aus, die durch ihre hervorragende Kletterkunst und den großen Appetit einfach die Grünflächen leer fressen. Und ich nehme mal an, dass ihr alle hier auf D getippt habt und das ist natürlich absolut korrekt. Hier werden ab und an Kamerunziegen ausgesetzt, die sich um die Bewirtschaftung des Hanges hier kümmern. Es ist kurios, es ist unorthodox, aber es scheint zu funktionieren. Wir wenden nun also den Blick vorerst von dieser ehrfurchtgebietenden Kulisse ab und bewegen uns über diese einladende Brücke in das Herz der kleinen Stadt, im deutschen Sprech, Ellbogen an der Eger. Die Burg, sie scheint so nah und doch so fern, denn das Idyll des Stadtbildes ist, frei nach Goethe gesprochen, von allen Seiten aus gar fabelhaft anzuschauen und so braucht es mit einem strammen Zeitplan im Gepäck für mich am heutigen Tage ein gehöriges Maß an Disziplin, um nicht an jeder Ecke stehen zu bleiben und das nahezu perfekte Zusammenspiel zwischen Stadt und Land mit allen Sinnen zu genießen. Wir haben nun also die Brücke in die Stadt passiert, die uns zu diesem malerischen Ort hier geführt hat. Und als wir uns in den kleinen Gassen um den Marktplatz verloren haben, dachten wir, es sei eine gute Idee, hier mal einen Abstecher zu machen. Und das war es tatsächlich, denn wir sind hier inmitten der alten Stadtbefestigung gelandet. Hier können wir immer noch die Anlagen recht gut sehen. Es ist natürlich nicht mehr in dieser ganzen Wucht, wie es damals aufgestellt war. Ich blende euch an der Stelle mal eine Karte aus dem 14. Jahrhundert ein, die Stadt hier ganz gut in seiner vollen Blüte zeigt. Und anhand dessen können wir auch sehen, wo diese Stadtbefestigungen sich genau befunden haben. Hier allerdings bleiben noch etwas mehr als die Grundmauern. Wir haben hier so einen gewissen Wehrgang, könnte man das Ganze nennen.
Und durch ein steinernes Geländer können wir hier die umliegenden Wälder erblicken. Und wenn wir hier also den Blick über die umliegenden Gefilde schweifen lassen, dann wird schon deutlich, warum Loket über die Jahrhunderte hinweg einen Sehnsuchtsort für viele große Persönlichkeiten der Geschichte darstellte. Die Lage ist mit gar harmonischer Symbiose zwischen Mittelalterromantik und ausufernder Natur als gar kesselartig zu beschreiben. Wir erblicken das charakteristische Landschaftsbild der Erzgebirgsregion mit seinen weiten, wuchernden Wäldern, der erhabenen Eger zu unseren Füßen und schroffen Steinformationen voraus. Am Ufer sieht man vereinzelt eine Esse qualmen, fürwahr, ein Sehnsuchtsort. Wahrlich das Juwel Westböhmens. Und wenn wir davon sprechen, können wir auch noch gleich auf die Namensgebung der Stadt zurückkommen. Denn manch einem ist vielleicht schon aufgefallen, dass natürlich Ellbogen ein eher ungewöhnlicher Name für eine Stadt ist. Und dieser Name Ellbogen rührt daher, dass eben die Eger so einen Schlenker macht, der jetzt wohlgemerkt mit viel Fantasie an den Ellenbogen eines Menschen erinnert. Also wir sehen hier eine Schleife, die das Gewässer eben um diese Stadt zieht. Eingerahmt mit der Burg, einfach ein wunderschönes Bild. So, meine Freunde, nachdem wir etwas dem Markttreiben hier gefrönt haben und uns durch diese kleinen malerischen Gassen bewegt haben, sind wir letztlich an dem Ziel unserer heutigen Reise angekommen. Und zwar stehen wir hier vor den Ausläufern der Burg Loket. Ehe wir uns also nun im Folgenden die Burg gemeinsam ansehen, lass mich doch nun zuerst einmal ein paar Worte zur Geschichte dieses Gemäuers hier verlieren. Und zwar, wie es oft der Fall ist mit den mittelalterlichen Bauten, lässt sich hier nicht 100% datieren, wann diese Burg genau errichtet wurde und zudem noch, wer sie genau erbaut hatte. Hier gibt es unterschiedliche Ansichten bzw. findet jeder für seine entsprechenden Vermutungen auch die passende Quelle. Allerdings kann man das recht gut eingrenzen, und zwar ist sie zurückzuführen auf den König Vladislav II. Oder Ministeriale des Kaiser Friedrichs, besser bekannt natürlich als Barbarossa der Rotbart. An dieser Stelle, an der sich heute die mächtige Steinburg erhebt, befand sich zunächst in der Epoche des Frühmittelalters eine slawische Wallburg. Diese waren zu jener Zeit prägend im Raum des östlichen Mitteleuropas. Typischerweise waren diese Bauten umringt von Holz-Erdemauern, um welche sich zusätzlich ein Graben befand, wessen Aushub als Füllmaterial diente. Ein prominentes Beispiel für diesen Burgentypus ist die Burg Stargard in ihrer Urform, lokalisiert im heutigen Neubrandenburg. Diese Zeit, also das Ende des 12. Jahrhunderts, sprich wir sind hier noch im Hochmittelalter, können wir recht gut anhand archäologischer Erkenntnisse eingrenzen. Allerdings muss man sagen, dass wir handfeste Daten, sprich die erste urkundliche Erwähnung, erst aus dem Jahre 1234 finden. Und kurz darauf wurden bereits Bauern aus den deutschen Landen hier vom Verwalter der Burg angesiedelt, um das Land zu bestellen. Und zudem, um sich im Kriegsfall auch die Unterstützung der sächsischen Fürsten zu sichern. Die fehlenden Schriftquellen aus der Zeit der Erbauung sind ein Sachverhalt, der uns bereits auf früheren Burgenabenteuern einige Male begegnet ist. Die Errichtung der Unterburg, damals gesäumt von Fachwerkelementen, lässt sich auf die Sicherung eines entscheidenden Handelsweges, welcher von Prag nach Plauen und Erfurt reichte, zurückführen. Der mutmaßliche erste Burgherr war ein bemerkenswerter Herrscher seiner Epoche. Wie aus einer Zeit der Fehden und des Blutvergießens ein Mann geschmiedet wurde, wie dieser Böhmen aufblühen ließ und doch letztlich einsam im Exil den Tode fand, darum soll es sich nun im Folgenden drehen, wenn wir einmal das Leben des Vladislav II. Miteinander beleuchten. Der junge Vladislav verlebte eine durchaus abenteuerliche Jugend. Er war leidenschaftlich und umtriebig, was unweigerlich dazu führen sollte, dass ihn die politischen Geschicke nicht allzu sehr scherten. Letztlich spielte er ein gefährliches Spiel, indem er sich vom König eine beträchtliche Summe Geld lieh, um eine Armee aufzustellen,
doch kurz um Fersengeld Richtung Ungarn gab und verschwand für fast 8 Jahre. Doch der junge Vladislav war zu höherem berufen und konnte seinem Schicksal nicht einfach davonlaufen. Nach dem Tod seines Onkels machten ihn die böhmischen Stände ausfindig und beriefen ihn im Jahre 1140 zum Herzog. Er schwor also den Müßiggang ab und kehrte nach Prag zurück, wo er sich alsbald mit einem Aufstand der mährischen Fürsten konfrontiert sah. Ein Heer sollte 1142 in Böhmen einmarschieren, welches Vladislav trotz eines bedeutenden militärischen Erfolges durch Verrat in den eigenen Reihen nicht zurückzuschlagen vermochte. Der junge Vladislav wusste allerdings, dass er die mährischen Fürsten nur mit starker Unterstützung bezwingen konnte, und deshalb wurde alsbald ein Bündnis mit dem Bischof von Olmütz geschlossen, mit welchem er zusammen diese Fürsten unterwarf und überdies sie ihres weltlichen Besitzes enteignen sollte. Nicht zuletzt, durch das Wirken des Papstes im Hintergrund, trieb er die Katholisierung der böhmischen Landen voran. Doch hier sollte sein Ehrgeiz nicht Halt machen. Er schloss sich im Alter von 37 Jahren dem zweiten Kreuzzug ins gelobte Land an, doch sollte niemals auch nur einen Fuß in die Stadt Jerusalem setzen. Was war also geschehen? Vladislav entschied, er täte besser daran, die Reihen der Kreuzfahrer in Agram, also dem heutigen Zagreb in Kroatien, zu verlassen und daraufhin seinen eigenen Feldzug gegen die damals noch heidnischen Slawen in den Regionen von Krakau und Kiew zu befeuern. Es war letztlich um das Jahre 1158 gewesen, dass Vladislav II. Sich einiges an Ehre eingeheimst hatte, und so erlangte er in diesem Jahr die böhmische Krone. Allerdings wurde diese Krönung in Regensburg vollzogen und nicht auf böhmischem Gebiet. Allerdings ist hierbei hinzuzufügen, dass er die Krone aus den Händen des Kaisers Friedrich Barbarossa, dem Rotbart, selbst erhielt und ihm damit eine großartige Ehre an jenem Tage zuteil wurde. Unter seiner Regentschaft sollte Böhmen, nach all der Zeit von Unruhen und kriegerischen Auseinandersetzungen geprägt, vorerst Frieden und eine Zeit der Blüte erfahren. Vorerst, denn wie wir wissen, in der Geschichte sind Friedenszeiten wohl eher eine Ausnahme. Aber nichtsdestoweniger beendete er ein Jahrhundert der Dunkelheit und knüpfte, vor allem durch Kontakte aus seiner Zeit des ruhmreichen Strebens, weitreichende diplomatische Beziehungen ins Ausland, welche neue kulturelle Einflüsse nach Böhmen brachten. Das Ende dieser großartigen Herrschaft ist allerdings als despektierlich zu umreißen, denn nachdem er versuchte, seine Vettern auf die Ämter des Hofes zu heben, also man kann hier von gescheiterter Vetternwirtschaft sprechen, musste er Böhmen schließlich verlassen und zog sich mit seiner damaligen Frau, es war die zweite gewesen, da die erste leider einer Krankheit erlag, auf ein Gut in Merane zurück und starb dort letztlich, verbrachte seinen Lebensabend bei Zwickau und seine Gebeine wurden schließlich im Kloster Strahov bei Prag bestattet. Wir stehen jetzt gerade vor dem Tor der Burg Loket und ich habe hier erstmal mein Lager aufgeschlagen, denn jetzt müssen die Groschen aus der prallen Börse hier abgezählt werden, dass wir auch an den Wachen hier vorbeikommen. Und dann werden wir uns jetzt gleich an der ersten Station hier sehen, und zwar ist das Markgrafenhaus. Und an dieser Stelle nun noch ein paar kurze Worte unseres heutigen Sponsors, mir selbst. Falls manch Modeopfer nun daherkommt und sagt, man kann ja wohl nicht mit so einer Stoffhose hier diese prächtige Stadt begehen, dann kann ich nur entgegnen, dieser feine Zwirn hier ist wohl das Beste, was diese westböhmische Grafschaft hier zu bieten hat. Ihr findet natürlich wie immer alle Links in der Beschreibung. Gönnt euch doch vielleicht was für die bevorstehenden Questen im neuen Jahr von der hauseigenen Marke Questware. Damit seid ihr für alle Abenteuer gut gerüstet und unterstützt noch dazu die weitere Zukunft hier auf dem Kanal und die Burgentouren.
So, meine Freunde, der Moment ist gekommen. Wir haben das Tor überwunden und haben hier den Burghof gestürmt. Und jetzt sehen wir hier direkt rechter Hand die alte Markgrafenschaft bzw. das Markgrafengebäude. Und das ist mit dem Turm zusammen tatsächlich das älteste Gebäude der Burg. Im Jahre 1725 brannte es allerdings durch diesen großflächigen Brand hier auf der Burg und auch in der Stadt bis auf die Grundmauern nieder. Es blieb zudem nur noch der Keller erhalten. Und dann entschied man sich im Rahmen des Neubaus, als die Burg hier Stück für Stück zum Stadtgefängnis umgebaut wurde, dazu, die alte Markgrafenschaft zu einem Museum umzufungieren. Und seitdem, also seit Beginn des 19. Jahrhunderts, beherbergt sie nun die zurückgeführten Lokätter-Sammlungen, wozu auch der sagenumwobene Meteoritenstein gehört. Hier vor uns in Samt gebettet ist jetzt also eins dieser drei Teile des berühmten Lokätter-Meteoriten, der damals hier gelandet ist. Es gibt zahlreiche Erklärungsversuche, wie der hier auf die Erde gekommen ist. Die einen würden behaupten, er ist im Burghof gelandet, allerdings durch die ursprüngliche Größe, die in etwa so groß war wie ein Pferdekopf und ein Gewicht von 107 Kilo aufwies, ist es doch mit der modernen Wissenschaft recht, ja, unrealistisch zu erklären. Denn selbst so ein verhältnismäßig kleiner Meteorit hätte einen riesigen Krater im Burghof hinterlassen. Doch die zweite Erklärung ist auch nicht viel realistischer, denn hatten nämlich Alchemisten, die den Stein untersucht hatten, behauptet, dieser wäre als magischer Stein aus einer anderen Dimension im Brunnen der Burg gefunden worden. Und ja, jetzt müssen wir natürlich dementsprechend uns versuchen, ein eigenes Bild hier zu machen, ein eigenes Urteil zu erlauben. Wahrscheinlich ist er vom Himmel gefallen, das haben ja Meteoriten wohl so an sich, allerdings wahrscheinlich irgendwo in den Wäldern um Lokätter herum niedergegangen. Während wir nun also die mannigfaltigen Exponate und Räume der Markgrafenschaft erkunden, lasst mich noch einige Worte zur Geschichte der Burg verlieren. Zuvor sprachen wir über den Erbauer von Hrad Lokhet, doch sein Wirken sollte mitnichten das Ende der ereignisreichen Historie sein. Nachdem die romanische Unterburg Ende des 13. Jahrhunderts ein frühgotisches Upgrade durch Ottokar II., welcher auch bekannt war als der Eiserne oder der Goldene König, na was denn nu, müsst ihr euch schon mal entscheiden. Also Eisen und Gold ist jetzt, wo ich das letzte Mal nachgeschaut habe, nicht das gleiche. Erfuhr, beginnt dieses Kapitel erneut, wen hätte es gewundert, in Zeiten von Unruhen und Auseinandersetzungen. Doch, wie uns die Geschichte ein ums andere Mal lehrte, bringen schwierige Zeiten starke Männer hervor. Und dieser Mann, um den es nun gehen soll, war unbestritten einer der stärksten seiner Zeit. In den Jahren der Herrschaft Johann von Luxemburgs fand Königin Elisabeth von Böhmen mit ihren Kindern mehrere Male Zuflucht auf Burg Lokhet, um dem Zorn ihres Gatten zu entkommen. Allerdings, um das Jahre 1319 eroberte, mehr mit List als mit großem Blutvergießen, König Johann die Burg schließlich unter dem Vorwand, seiner Gemahlin einen Besuch abstatten zu wollen. Und lasst mich euch sagen, jener Besuch war kein sonntäglicher Kaffeekranz. Elisabeth wurde verhaftet und mit ihren Kindern gemeinsam deportiert, wohingegen ihr kleiner Sohn 2 Monate im Kerker der Ellbogener Feste schmoren musste. Doch, ein klein wenig Drama kommt wohl in jeder guten Familie vor. Warum erzähle ich euch dies also? Dieser kleine Junge sollte einige Jahre später als der mächtigste Kaiser des Mittelalters in die Geschichte eingehen. Die Rede ist von keinem geringeren als Karl IV. Aus dem Geschlecht der Luxemburger. Diesen großen Herrscher Europas nun adäquat zu beleuchten, würde wahrhaftig den Rahmen des heutigen Videos sprengen. Ich werde allerdings im Laufe des Jahres die Inhalte von Questing Night TV auf weitere glorreiche Aspekte des Mittelalters ausweiten. Ein Abonnement auf dem Kanal ist also hochgradig geschätzt. Und wenn der große Kaiser Karl IV. Nicht gerade Hals über Kopf in den Regierungsangelegenheiten steckte, war er durchaus als umtriebiger Tausendsassa zu bezeichnen, der in den Wäldern um Lokhet oft auf die Jagd ging. Kaiser Karl hielt sich ja öfters hier auf, obwohl er damals als Gefangener, also als Kind, hier im Kerker einsitzen musste. Aber dennoch zog ihn diese landschaftliche Schönheit immer wieder nach Lokhet zurück. Und so streifte er damals des Öfteren, wie es sich in diesen Zeiten für den Adel ziemte, der Jagd frönend hier durch die Wälder. Und der Legende nach entdeckte er eines Tages, als er wieder mal auf einem Jagdzug war,
Hierbei die heißen Quellen, auf denen die Stadt Karlsbad später gegründet werden sollte. Und wenn man jetzt mit diesem Wissen darüber nachdenkt, dann liegt es in der Namensgebung natürlich auch nahe. Nun gehen wir allerdings zurück in die Räumlichkeiten der Markgrafenschaft, wo noch einige Exponate auf unsere Augen warten. Auch hierbei ein sehr interessanter Teil dieser Ausstellung in der Markgrafenschaft sind hier diese Möbel, die aus egerländischen Bauernhäusern stammen. Da haben wir hier ein reichhaltiges Repertoire an selbigen und man beachtet zudem die Holzplatten an den Decken, die mit wunderschönen Fresken bemalt sind. Ich habe ja wohl in meinem Leben genug Rollenspiele gespielt, um zu wissen, dass hier wohl epischer Loot drin sein muss. Leider musste ich mein Schwert ja am Tor abgeben. Deswegen bin ich mir noch nicht ganz im Bilde, wie wir das hier öffnen. Wir hatten ja eingangs davon gesprochen, dass sich bei der Burg Loghead um eine Hausrandburg handelt. Denn die meisten Gebäude sind tatsächlich hier in der Außenhaut mit verwoben. Und so sehen wir auch hier oben immer diese kurzen Mauerabschnitte. Die sind allerdings recht rar gesät. Und die meisten Wehrgänge sind eben nur als kurzes Verbindungsstück zwischen diesen Gebäuden hier gedacht. Dieser erste Burghof, der sich hier erschließt, der könnte auch als Vorburg bezeichnet werden, denn wir haben im Prinzip einfach nur dieses Museumsgebäude und dann haben wir dort drüben noch ein Tor, was überwunden wird. Hier ist allerdings nicht klar, ob das früher noch in etwaiger Form befestigt wurde. Hier läuft gerade eine Katze lang, auch wunderschön anzusehen. Wir haben nun also die Markgrafenschaft hinter uns gelassen und bewegen uns jetzt weiter Richtung Kernburg. Und dazu nutzen wir dieses doch recht komfortable Transportsystem aus diesen hölzernen Wehrgängen. Diese wurden hier wirklich sehr, sehr schön instand gesetzt. Das hat auf jeden Fall was sehr Historisches. Hier wurde nah am Original gearbeitet. Allerdings muss man natürlich auch hier feststellen, dass es nicht mehr diese originalhölzernen Strukturen aus den mittelalterlichen Zeiten sind. Denn diese hätten definitiv schon den Gezeiten instand gehalten. Doch die Burg wurde ja in ihrer Geschichte auch noch durch zwei Brände erschüttert. Und denen werden auch die letzten hölzernen Bauten noch zum Opfer gefallen sein. Der nächste Bestandteil, den wir uns im Rahmen der ersten Loghead-Burgentor-Ausgabe gemeinsam anschauen, wird dann dieser alte Turm sein. Der wurde ebenfalls wie die Markgrafschaft gegenüber im romanischen Stil errichtet. Gehört damit auch zu den ältesten Bestandteilen der Burg, wie wir sie im heutigen Zustand vorfinden. Mit einer Höhe von 26 Meter und einem quadratischen Grundriss kann man ihn durchaus als das Markenzeichen oder das größte Charakteristikum der Burg Loghead bezeichnen, wie das allerdings oftmals bei Burgen so ist, denn meistens ist eben der Bergfried oder in dem Falle Wohnturm das ja, markanteste und prägendste Stück. Wichtig hierbei allerdings zum Turm auf Burg Loghead zu sagen ist, dass es sich hierbei um keinen Bergfried handelt, denn ein Bergfried würde bedingen, dass er eine wehrhafte Charakteristik aufweist. Dieser Turm beherbergt allerdings heute noch die Überreste der Wohnräume von damals und deswegen wurde hier keine großartige Verteidigungsanlage errichtet, sondern eher ein repräsentativer Bau, der den Charakter einer adligen Familienresidenz stützen sollte. Wohlan, holde Maiden, edle Recken, wir setzen also unsere Tour fort und erklimmen nun gemeinsam den Burgturm. Kurz nachdem wir die Türschwelle ins Innere passieren, trifft es uns wie ein Donnerschlag. Eine primordiale Macht haust im Keller des Turmes. Zahlreiche Sagen kursieren um den pechschwarzen Drachen Scharkan, welcher, den hiesigen Erzählungen nach, keine Dörfer terrorisiert und Glücksritter zerfetzt, sondern den Hausfrauen von Loghead das Feuer zum Kochen kredenzen soll. Was für ein feiner Zug! Ich lehne mich jetzt mal sehr weit aus dem Fenster und behaupte mal, da gibt es durchaus einfachere Methoden, um das Feuer für die Öfen zu ergattern. Aber vielleicht ist auch gerade das der Grund, dass diese Stadt zweimal in ihrer Geschichte niedergebrannt ist. Also an der Stelle könnte man durchaus nochmal ansetzen. Da sehe ich großes Verbesserungspotenzial. Auf leisen Sohlen schleichen wir am schlafenden Scheusal vorbei und bewegen uns durch das hölzerne Gebälk des Treppenhauses den Turm hinauf. Doch was ist das? Ein klaffendes Loch im Mauerwerk erregt schließlich unsere Aufmerksamkeit. Ich will ganz ehrlich mit euch sein, wenn sich so eine Burgentour über mehrere Stunden erstreckt, dann drückt einem schon mal der Stift. Aber zum Glück haben wir hier diesen romanischen Aborterker gefunden. Und damit nicht genug, gibt es sogar ein Schlitzfenster.
Und auch wenn man jetzt vielleicht dadurch nicht die beste Aussicht hat, ich meine, heutzutage würde man hier einfach ins Treppenhaus schauen und den Besuchern währenddessen mal Hallo sagen, so war es damals doch eben wichtig, dass eben auch die Notdurft und die Exkremente auf schnellstem Wege aus diesem Burgturm hier herauskatapultiert wurden und zumeist einfach in den Graben, fressen in die Raben, abgeladen wurden. Weiter führt uns also der Weg hinauf zu den Resten der Wohnräume. Vorher möchte jedoch kurz innegehalten werden, um einen Blick hinaus ins Umland zu werfen. Wie gesagt, es handelt sich hierbei nicht um einen Bergfried, sondern wir haben die Überreste, also die sehr gut erhaltenen Überreste eines romanischen Burgturmes. Und von diesem können wir eine wunderschöne Aussicht hier über das Egertal genießen. Und er lädt natürlich zudem auch zum Verweilen ein, wenn nicht viele andere eifrige Burgbesucher hier wären, die natürlich ebenfalls diese Aussicht genießen wollen. Aber das ist okay, wir sind alle nur aus einem Grund mit einem Ziel hierher gekommen. Und deswegen sei es jedem gegönnt, hier einmal innezuhalten und den Blick in diese wunderschöne malerische Landschaft schweifen zu lassen. Wir sind hier nun auf dem höchst begehbaren Punkt des Turmes angekommen und ich muss ehrlich sagen, hier oben zieht es wirklich wie die sprichwörtliche Hechtsuppe. Allerdings können wir hier direkt mit einem weiteren Mittelalter-Klischee aufräumen, denn des Öfteren hört man ja in diversen popkulturellen Aufarbeitungen, dass es auf Burgen immer kalt gewesen war. Aber da kann ich direkt sagen, es gab durchaus einige Möglichkeiten, die Burgen auch zu beheizen. Allerdings muss man auch hier dazu sagen, man musste sich dennoch einiger Kniffe bedienen und es kann natürlich nicht dieses riesige Steingemäuer hier in gänzlicher, wohlbehüteter Wärme erstrahlen. Es mussten also Abstriche gemacht werden, aber um diese ganze Thematik näher zu beleuchten, werde ich eventuell noch ein weiteres Video machen. Wenn euch sowas interessiert, generell alles, was mit spezifischer Burgenkunde zu tun hat, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Die Burg Loket unterlag ja mehreren Umbauten, zum Teil auch Neubauten und wechselte so über die Jahrhunderte mehrmals ihr Erscheinungsbild. Man kann hierzu sagen, dass zwischen dem 12. und 13. Jahrhundert eine Fachwerk-Unterburg entstand. Diese war allerdings auch von dem großen Brand später betroffen und außerdem wurde hier im 13. Jahrhundert nochmal ein großer Umbau im frühgotischen Stil durchgeführt, der dann im weiteren Verlauf auch maßgeblich das Erscheinungsbild prägte. Meine geschätzten Freunde des mächtig-prächtigen Burggenusses, damit neigt sich die erste Folge dieser dreiteiligen Burgensaga um die Stadt Loket hier dem Ende. Wir haben heute schon mal einiges aufgedeckt, was die Geschichte vor so manchem Abenteurer auch verbirgt. Haben uns die ersten Teile dieser Burg angeschaut und dann bin ich hochgespannt, was uns im nächsten Teil hier erwarten mag. Ich kann schon mal so viel verraten, dass der zweite Teil recht düster wird. Also Zuschauer, die Nerven wie Zahnseide aufweisen, sollten besser auf Nerven aus Stahlseilen umrüsten. Und dann freue ich mich allerdings drauf, mit euch zusammen dieses zweite Abenteuer hier erleben zu dürfen. Ich wünsche euch noch alles Gute im neuen Jahr auf den bevorstehenden Questen. Ihr wisst Bescheid, wie es läuft. Alle Links findet ihr unten in der Beschreibung. Gönnt euch doch vielleicht etwas von diesem feinsten, erlesenen Zwirn für die bevorstehenden Abenteuer. Dann seid ihr da sehr, sehr gut gerüstet, dann kann nichts mehr schief gehen. Und dann würde ich mit freundlichen und glorreichsten Grüßen verbleiben und sagen, wir sehen uns hier auf Questing Night TV bald zum Teil Nummer 2.